Ja, ich wollte ja ein Video machen, sobald ich unter 80 Kilo bin. Heute ist Tag 7. Ich habe heute noch gar nichts gegessen, noch gar nichts zu mir genommen, außer Wasser. Wir haben jetzt 7:30 abends. Gestern hatte ich halt, wie gesagt, einen Orangensaft. Ich glaube, der Traubensaft war am Tag davor. Und einen Gemüsesaft getrunken, also ein Glas jeweils. Und ich habe gestern wieder zwei ganz gute Sporteinheiten hingekriegt. Und bin gestern auch so ein Intervall, ein 2 Kilometer Intervall in 3 Minuten 45 pro Kilometer gelaufen und ein 1 Kilometer Intervall in 3 Minuten 30 pro Kilometer. Und da habe ich auch endlich mal richtig gespürt, dass es endlich mal so richtig anstrengend wurde und so richtig Training einfach war und einen richtigen Effekt auch hatte und also einen richtigen Reiz gesetzt hat und einfach richtig abging. Und ich habe auf jeden Fall vor, dieses Jahr auf 5 Kilometer noch unter 18 Minuten zu laufen. Das sind, ich glaube, 3:42 Pace, dann halt auf 5 Kilometer durchgehend. Das ist halt erstmal so das Mindestziel, sage ich mal, für dieses Jahr auf 5 Kilometer. Also die sportliche Leistung wird einfach immer besser und ja, wie gesagt, ich wiege jetzt 79,8 Kilo. Gestern waren es noch 80,9. Also ich habe schon wieder in einem Tag so ein Kilo abgenommen. Und damit habe ich jetzt offiziell in genau 3 Wochen 10 Kilo abgenommen. Einfach durch dieses Qi-Prinzip oder Qigong-Prinzip oder wie man es auch nennen mag. Was natürlich auch sehr viel, was man nicht einfach so machen kann, ohne irgendwas darüber zu wissen, beziehungsweise ohne dass man sich das selber zutraut, sage ich mal so, besser. Auf jeden Fall, ja, nach einer Woche Saftfasten bin ich motiviert, das noch, also das auf einen Monat zu verlängern. Ich sage ja fast in jedem Video, dass ich das irgendwie verlängere. Ich weiß aber im Endeffekt gar nicht, wie lange. Ich habe echt keine Ahnung, auf jeden Fall will ich es verlängern. Halt mal gucken. Auf jeden Fall muss ich sagen, gestern nach der Laufeinheit, ich habe sogar direkt vor dem Laufen Kniebeuge gemacht, 200 am Stück, dann mit 50 Kilo noch so 35 Wiederholungen, dann mit 40 Kilo nochmal 35 Wiederholungen. Jetzt war nichts Besonderes, aber trotzdem halt direkt danach laufen. Und ich muss sagen, dass durch den Sport halt die Entgiftung sehr bis extrem vorangetrieben wird. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch durch die Geschwindigkeit alleine, durch die Intervalle auch, habe ich wahrscheinlich dann auch abgenommen, weil man einfach so viel schafft, so viel wegschafft sozusagen. Und ich muss sagen, dass es dann wirklich schwer ist, dann nichts zu essen, auch einen Tag lang danach, weil die Entgiftung halt wirklich so stark ist und die Entgiftung ist halt das, was den Reiz verursacht, erst irgendwas zu essen oder irgendwas Kalorisches zu sich zu nehmen. Irgendwas Materielles kann man auch sagen. Oh, also es ist dann wirklich schwer, weil die Entgiftung halt wirklich vorangetrieben ist und die Rückvergiftung dann umso stärker ist. Aber ja, man muss auch abschätzen, ob das durchzuhalten ist. Ich hatte wirklich einmal vorgestern ganz kurz leichte Herzrhythmusstörung. Da muss man halt einfach runterschalten. Das ist halt auch wirklich insgesamt gefährlich. Deswegen empfehle ich das halt auch niemandem. Zumindest nicht so wenig zu konsumieren und gleichzeitig so viel Sport zu machen und das dann auch noch auf Dauer. Also ich empfehle es niemandem, das muss ich ganz klar sagen. Was wollte ich noch sagen? Genau, ich darf nicht schneiden, weil ich hab halt meinen Rechner verkauft, deswegen konnte ich auch Tag 2 bis 5 sozusagen keine Videos machen. Beziehungsweise Tag 2 sowieso nicht und Tag 3 hatte ich dann verkauft und Tag 4 habe ich immer noch gebraucht und den Rechner, den neuen oder den alten neuen Rechner, den Rechner, den ich jetzt benutze, irgendwie zum Machen zu bringen. Deswegen ich habe jetzt auch noch kein Schnittprogramm oder sowas. Ich habe ein Schnittprogramm, aber halt Movie Maker und sowas und ja, egal. Auf jeden Fall war es so vor 2 Tagen, dass ich halt ganz kurz für 2 Minuten oder 1 Minute leichte Herzrhythmusstörung hatte, als ich halt wieder Sport gemacht hatte bei Klimmzügen.
Da war dann die Entgiftung einfach zu stark an dem Zeitpunkt und da habe ich dann halt nicht mehr Sport gemacht. Aber jetzt, als ich, also je fitter man ist, besonders je fitter das Herz ist, je krasser man halt regelmäßig Ausdauersport macht, desto mehr kann man auch wegschaffen auf einmal. Also desto schneller geht das Ganze. Deswegen konnte ich jetzt auch innerhalb von 3 Wochen 10 Kilo abnehmen und alleine in einer Woche 6 Kilo durch das Saftfasten, das sind fast jeden Tag 1 Kilo, konnte ich dadurch abnehmen, weil ich halt auch so, also ziemlich fit bin. Ich bin noch nicht krass fit. Krass fit ist für mich, wenn ich 15 Minuten laufe auf 5 Kilometer, das ist für mich krass fit. Wobei es eigentlich schon für die meisten Menschen schon so die Grenze, die naturale Grenze darstellt, was möglich ist. Aber ich habe da halt mittlerweile ganz andere Maßstäbe, die sich nicht an die gesellschaftlichen momentanen Gegebenheiten orientieren. Das ist echt krass, wie oft ich immer abschweife, aber das ist alles wichtig. Ganzheitlich. Auf jeden Fall durch diese. Wenn man halt ein starkes, trainiertes Herz auch dadurch hat, dann kann man auch viel mehr auf einmal wegschaffen und das viel besser kompensieren und dann kann man dann. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell Herzrhythmusstörungen kriegen würde, weil das Herz das einfach sozusagen übersteht, was einfach stärker ist. Und ich habe auch richtig gemerkt heute, bei der größeren Rückvergiftung durch den harten Sport gestern und weil ich nichts konsumiert habe außer Wasser, dass, also ich habe da gemerkt, dass wirklich viel mehr arbeiten muss, das Herz und viel mehr im Blutkreislauf ist und aber dass das trotzdem geschafft hat durch diese Trainiertheit, die ich innehabe. Aber das braucht man eigentlich gar nicht. Es geht damit einfach nur schneller. Und wer das nicht schneller haben braucht, für den ist das so egal. Aber ich liebe Geschwindigkeit, möglichst schnell vorankommen, ist für mich sehr wichtig. Stabilität interessiert mich kein bisschen, also fast kein bisschen. Weil ich immer genug Stabilität habe, dass es trotzdem vorangeht. Grundlagen haben mich auch noch nie interessiert. Ich mag auch keine Grundlagen beim Laufen. Ich laufe einfach immer schnell oder sehr schnell. Die zwei Möglichkeiten gibt es bei mir. Und je entgifteter ich bin, je fitter ich bin, desto weniger muss ich mich auch mit diesen langweiligen Grundlagen rumkämpfen, rumquälen. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Also immer so die Informationsflut, die ist immer so krass, da weiß man gar nicht, da kann man gar nicht alles im Zwischenspeicher behalten, was man alles noch sagen wollte, während man redet. Ich darf nicht schneiden. Kann ich sonst noch irgendwas sagen? Okay, jetzt muss ich schneiden. 8 Minuten. Also ich habe auch keine Masse, Muskelmasse verloren. Masse natürlich, aber keine Muskelmasse. Und wenn dann nur ganz wenig. Kraft habe ich nicht verloren, habe ich jedenfalls noch nicht gemerkt. Aber ich habe immer noch keinen Sixpack. Ist halt gerade allerhöchstens ein Ansatz. Wenn ich es anspanne, dann sieht man es halt. Ich zeige es noch nicht in die Kamera. Auf jeden Fall heißt das, dass ich immer noch bei ca. 15% Körperfett bin, noch 12 Kilo Fett an mir habe. Und 5-6 Kilo Fett gehen auf jeden Fall auch runter. Und dann bin ich bei ca. 8% Körperfett und bei 75 Kilo. Das ist so mein Ziel. Und dann will ich halt auch, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, mein eigenes Körpergewicht über mich drücken. Und ich starte dann auch die Challenge, das eigene Körpergewicht 100 Mal am Stück zu beugen. Also Kniebeuge mit eigenem Körpergewicht 100 Wiederholungen. Das will ich auf jeden Fall auch schaffen oder machen. Und ich mache dann auch öfter solche Challenges, die mir halt total Spaß machen, mich total motivieren. Anstelle davon, dass ich mir halt immer irgendwelche Ziele aufzwänge und das machen muss, um mich da und dahin kommen. Ich kann viel krasser werden in Dingen, wenn ich das leidenschaftlicher mache. Auch wenn diese Sachen dann vielleicht nicht so wertvoll sind oder. Und das, da gibt es sowieso keine objektiven Maßstäbe, was sinnvoll ist oder nicht. Man muss immer selber mit sich klarkommen und vielleicht auch andere inspirieren. Und das ist das Wichtige, deswegen würde ich auch solche Challenges machen, die mir halt Spaß machen. Ich habe richtig hohe Ziele, was die sportlichen Ziele anbelangt, und ich will aber auch, ja, ich sag mal, geistige Sachen oder geistige Arbeiten oder sowas mehr voranbringen, aber da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil alles kann ich natürlich auch nicht machen gleichzeitig. Da weiß ich noch nicht, was ich genau konkret machen will, wird aber auch irgendwann was kommen, sag ich mal so.
Ja, und je fitter ich bin, desto besser läuft es wirklich. Und die Entgiftung, die momentan stattfindet, die ist wirklich nicht mehr so stark, dass ich die nicht überwinden könnte, ohne das konsumieren zu müssen. Also ich brauche jetzt eigentlich gar nichts mehr essen oder konsumieren eigentlich. Außer Wasser noch, das habe ich noch nicht. Das wäre der nächste Schritt. Aber ich zwinge mir das jetzt auch nicht unbedingt auf. Ist immer noch eine Saftfasten-Challenge in Anführungszeichen oder Saftfasten-Prozedur. Aber ich gucke einfach mal, also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich jede weitere Entgiftung, die noch kommen wird, überstehen kann, ohne dass ich körperlich oder geistig sowieso nicht Schaden nehme und mit weiteren Sporteinheiten und sowas auch stark unterstützen kann und fördern kann. Und dann gucke ich mal bei 75 Kilo, wie das dann so wird. Und dann werde ich wahrscheinlich auf komplett Qi-Energie umswitchen. Momentan supplementiere ich das nur in Anführungszeichen, damit ich noch in diesem Jetzt sozusagen lebe, um abnehmen zu können, um entgiften zu können. Weil das kommt ja aus einem früheren Zeitpunkt, wo man die ganze Zeit in diesem Materiellen gelebt hat. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit 100% auf Qi leben würde, dann würde an meinem Körper sich gar nichts verändern. Sozusagen. Ich hätte dann zwar die ganze Zeit krass Energie, aber ich könnte nicht so effektiv entgiften. Also auf 100% kann man so nicht leben, auch nicht in der Umgebung und auch nicht als vergifteter Mensch. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, wenn ich in den Sporteinheiten nur Qi verwende, dass ich wenig entgifte. Aber wenn ich dann halt auf 75 Kilo runter bin, gucke ich, ob ich noch weiter abnehme und ob das dann zu krass wird. Und wenn nicht, dann schalte ich halt komplett auf Qi-Energie um, aber das wird wahrscheinlich so, so automatisch funktionieren. Okay, es funktioniert nichts automatisch, je nachdem wie man es sieht, aber die Intuition und das Gefühl wird es automatisch mir deutlich klar machen, dass ich das verändere und das muss auch nicht unbedingt bewusst geschehen und so weiter. Ich will aber gar nicht zu viel rumlabern und ich kann ja auch noch in den nächsten Videos alles machen, ein bisschen aufteilen, das was ich zu erzählen habe. Deswegen mache ich jetzt Schluss und bis dahin, ciao.